Hi Freunde, ich bin's wieder, Frank. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind jetzt hier gerade am Strand. Und ja, heute ist der letzte Tag des Jahres und ich habe mir gedacht, ja, wird Zeit, dass ich euch mal jetzt das Video zeige, was ich über Weihnachten gemacht habe, nämlich wie schön hier in Clinton, naja, die ganzen Leute alle ihre, ja, ihre Vorgärten schmücken mit ja, sehr viel Beleuchtung und so weiter. Und ja, im Gegensatz zu Deutschland braucht man hier nicht so auf die Stromkosten achten, weil hier ist der Strom natürlich viel, viel billiger als in Deutschland. Und ja, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlässt, meinen Kanal abonniert und auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn ich ein neues Video hochlade. Und damit ihr so einen kleinen Eindruck davon bekommt, naja, wie die Lichter hier so eigentlich aussehen, würde ich sagen, sollten wir doch zuerst einmal, damit wir überhaupt sehen können, wie es leuchtet, das Licht ausschalten. Hi Leute, ja, nach all den ganzen schlechten Nachrichten möchte ich euch auch mal ein bisschen was Schönes zeigen, was in diesem Jahr noch hier geschehen ist. Und dazu gehören hier natürlich Lichter. Schaut euch das an. Schaut darüber und schaut hier und folgt mir. Und schaut euch das mal an, ist das nicht schön? Alles hell erleuchtet. So ist Weihnachten hier in Amerika. Willkommen! Und schaut euch das Haus an. So macht man es in Amerika. Nicht so auf Strom sparen wie in Deutschland. Hier wird die Energie rausgehauen. Und nun schaut euch mal an, wie groß diese Dinger sind. Also hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Und schaut euch mal rüber. Hier, wie groß das ist. Ist das nicht schön? Und nun schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Alles schön erleuchtet. Viele, viele bunte Farben. Das ist es, was ich hier so an Amerika so liebe. Ja, oder schaut euch mal hier diesen Truck an und wie gesagt, das ist nicht irgendwie ein aufblasbarer Truck oder so, das ist ein echter. Can you help me please? Mm-hmm. I want to stay next to it. I knew it. So, ich hoffe, man kann mich auch sehen. Ja, das hier, wie gesagt, ist ein echter Truck. Das ist also kein aufblasbarer. Das ist ein richtiger Truck aus echtem Metall halt. Und schaut euch das Ganze an. Ist das nicht schön? So muss das sein. Und nicht Strom sparen.
Okay, sehr gut, macht Kleid, passt mal. Ja. Ja, okay, und hier sind wir jetzt am nächsten Ziel und das muss ich euch auch mal zeigen. Schaut euch das an, das sieht aus wie ein Lichterwald. Folgt mir. Schaut mal hier auf die linke Seite. Und hier die rechte Seite. Und jetzt schaut mal darüber. Viele, viele bunte Farben. Okay, nun zum nächsten Ziel. Wait. Okay. So, und hier würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Tour, weil sonst wäre das alles ein bisschen zu viel. Aber ihr müsst euch das mal ansehen. Die haben hier eine Mailbox aufgebaut, also einen Briefkasten. Und da können die Kinder hingehen und dann zum Beispiel, naja, Post für den Weihnachtsmann einwerfen. Und die Leute hier sind auch so nett und antworten darauf und kommen mit Geschenken dann und so weiter. Ja, und wie man sieht, das Ding ist nicht klein und ja, da kann man halt wieder Post einwerfen. Und ihr müsst auch weiterschauen, was hier noch alles ist. Also das ist echt der Wahnsinn. Da zum Beispiel Eisbär und jede Menge Kugeln hier an dem Baum. Und schaut mal, wie groß das ist. Also das ist nicht klein. Das ist so richtig schön hier. Und das ist so, was ich so toll finde hier. Und ja, alles Mögliche. Eisbären und Zwerge und Hunde und alles Mögliche. Also ich kann mich hier nicht dran satt sehen. Schaut euch das mal an, hier die Engel. Und Rentiere und auch Garagentor ist schön beleuchtet und da drüben sind Ponys und hier ja, wie gesagt, also die Lichter hier in Clinton sind sehr schön immer und begeistert mich jedes Mal, das zu sehen. Und mit was für einem Enthusiasmus die ganzen Amerikaner ihre ja, Vorgärten schmücken, einfach einmalig. Ich wünschte, sowas gäbe es auch in Deutschland. Aber naja, leider muss man in Deutschland immer auf seine Stromkosten achten. Ja, und was soll ich sagen? Das nächste Video, was ich rausbringen werde, wird halt sein, ein Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Und ich hoffe, das Jahr 2024 wird besser für euch. Und nicht nur für euch, ich meine überhaupt für die ganze Welt, weil, denkt man an den Ukraine-Krieg und so weiter, müssen wir nicht drüber reden.
Aber was ich ganz interessant fand, jetzt in den Nachrichten, habe ich heute noch gesehen. Und 69% der Deutschen denken, dass die Ampelregierung einfach nur total unfähig ist. Und da stimme ich zu. Und ja, 70% denken, es sollte weniger Migranten ins Land kommen. Und auch da bin ich voll einer Meinung mit euch. Aber naja, wahrscheinlich sind das alles nur Rechtsradikale. Und Nancy Faeser hat es nur verpasst, genug Geld in den Kampf gegen Rechts zu stecken. Ja. Was soll ich noch sagen? Ach ja, was ich auch noch ganz interessant fand. Olaf Scholz will natürlich heute seine Rede halten, ja, zum Jahresende hin. Wahrscheinlich noch mit einem guten Satz, so von wegen, wie toll und erfolgreich auch das Jahr war mit der Ampelregierung. Was ein Hohn. Aber das Witzige ist ja, er hat 5 Redenschreiber. 5. Und alle 5 haben sich ganz plötzlich krank gemeldet. Wahrscheinlich haben die auch keinen Bock darauf, irgendwie, naja, irgendwelche blumigen Worte zu finden für den Scheiß, den er mit der Regierung verzapft hat. Und ich meine, man kann mir nicht erzählen, dass das ein Zufall ist, dass direkt 5 Leute krank geworden sind. Das ist echt der Hohn. Naja, wie auch immer. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte ein Like. Abonniert den Kanal. Und schaut das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Und im nächsten Jahr, das heißt also, naja, morgen oder übermorgen oder so, mal schauen, wie ich das hinbekomme. Ja, werde ich ein neues Video hochladen, und zwar mit einem Jahresrückblick auf das Jahr 2023. Und bis dahin verbleibe ich mit allerbesten Grüßen hier aus Clinton in Connecticut. Peace, euer Frank.